Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses schaurige Halloween-Nageldesign für euch. Alles, was ihr dazu braucht, sind Unterlack, Weiß, ein dunkles Rot, einen roten Glitzernagellack, Schwarz, Überlack, ein großes Dotting-Tool, einen Striper und einen kleinen Pinsel. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann's auch schon losgehen. Zunächst lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Unterlack und anschließend in zwei Schichten von dem weißen Nagellack. Jetzt nehme ich das große Dotting-Tool und das dunkle Rot und setze mir auf alle meine Fingernägel außer den Ring und den Mittelfinger Bluttropfen, die von oben herunterlaufen. Anschließend nehme ich den kleinen Pinsel und das dunkle Rot und fülle oben am Nagel noch die weißen Lücken aus. Mit dem roten Glitzerlack gehe ich jetzt nochmal über das dunkle Rot drüber, um dem Ganzen nochmal einen schönen Effekt zu verleihen. Jetzt nehme ich den schmalen Pinsel und Schwarz und setze mir auf den Ring und den Mittelfinger die Totenköpfe. Dazu fange ich mit den zwei runden Augen an. Anschließend setze ich die Nase in die Mitte des Gesichtes. Das ist ein auf den Kopf gestelltes Dreieck oder ein kleines V. Dann nehme ich den Striper und ziehe den Mund, der mit Nähten zugenäht ist. Zum Abschluss lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Überlack, damit das Nageldesign schön glänzt und länger hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.